Ja, dann ist es ja, also mit dem Auslandssemester ist so ähnlich wie mit dem iPhone. Man kann mit dem iPhone ja auch telefonieren, ja, und mit dem Auslandssemester kann man ja auch studieren. Wie waren denn da eure Erfahrungen, so Credits und so weiter? Ja, also ich würde sagen, man kann auf Englisch und auf Spanisch studieren. Und von vornherein kann ich schon wirklich sagen, wenn ihr Spanisch jetzt nicht so perfekt beherrscht, dann überlegt euch einfach, komm, mache ich es lieber auf Englisch. Es ist einfacher, auf jeden Fall. Ihr habt die Möglichkeit, zwischen einer Continuous Session und zwischen einer Global Exam zu wählen. Global Exam, du schreibst einfach dann über den gesamten Stoff, wie hier eigentlich, so wie bei uns, schreibst du deine Prüfung. Continuous Session gibst du wöchentlich Sachen ab. Und ja, man kann sich überlegen, wo fährt man besser. Muss man dranbleiben. Man muss auf jeden Fall dranbleiben. Und natürlich kann dann auch mal so das Leben schon auf der Strecke bleiben. Das ist das Studentenleben, ja. Also, oder, ja. Grundsätzlich kann man sagen, als Tipp, am Anfang lieber für mehr Kurse anmelden. Man hat dann 2 Wochen Zeit, am Anfang sich die Kurse anzuschauen und kann sich dann immer noch von Kursen abmelden. Unser Tipp an euch. Genau. Ja, also wählt auf jeden Fall mehr. Es kann auch sein, dass Kurse voll sind, dass die nicht stattfinden. Schaut ihr euch wirklich, nehmt euch in den ersten Wochen, haben wir nicht so gemacht, nehmt euch in den ersten Wochen wirklich Zeit, schaut euch die Kurse an und ihr bekommt sofort ein gutes Gefühl. Wie ist der Professor, die Professorin, wie kommt ihr mit dem ganzen Stoff zurecht, auch mit der Sprache? Also auch Englisch beispielsweise. Die sprechen natürlich auch nicht alle akzentfrei, manchmal auch schwer zu verstehen. Einfach guckt euch das an, wie fühlt ihr euch wohl und dann kriegt ihr ziemlich schnell mit, passt für mich oder passt nicht und dann könnt ihr das auch ganz einfach abwählen. Ja, allgemein vielleicht noch zu dem kontinuierlichen Prozess und der Global Exam am Ende. Das hat sich herausgestellt, dass der kontinuierliche Prozess wahrscheinlich übers Semester zwar ein bisschen aufwendiger ist, aber meistens kann man da auch die bessere Note bei rausholen, bei den meisten Fächern, nicht bei allen. Die Global Exam, da kann man, sage ich mal, wie bei uns auch, sich halt selber einteilen. Je nachdem, wie man da halt hinterher ist, wird es dann am Ende halt besser oder schlechter. Aber im Endeffekt, das Kontinuierliche hat sich bewährt, sage ich mal, wenn man nicht gerade zu viele Prüfungen wählt. Wir haben jetzt 3 Module gemacht und weil wir uns am Anfang nicht so viel Zeit genommen haben, die Module richtig auszuwählen, haben wir jetzt auch nur 2 Module mit heimgebracht, aber im Endeffekt waren es jetzt 11 Credits. Von dem her kann man sich dann hier auch anrechnen lassen, ganz normal. Das sollte man vorher abklären mit dem Prüfungsamt, aber das funktioniert dann auch ganz gut. Also ich glaube, das kann man allgemein sagen. Also mit 30 Credits, so gehört, wie hier ein regulärer Semester ist, zurückzukommen, das ist in den allermeisten Fällen keine ganz realistische Annahme. Ja? Und darum geht es vielleicht auch nicht. Ja? Es geht ja darum, den Horizont zu erweitern und auch irgendwo ein bisschen eine gute Zeit zu haben und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Es fiel jetzt schon, ihr habt englische Veranstaltungen besucht. Mhm. Ja? Und es gab auch Erfahrungen von Leuten, die haben auch Spanisch gemacht. Muss man ein bisschen aufpassen, richtig, oder? Also wir haben jemanden kennengelernt, von dem wir eigentlich gedacht haben, dass sie sehr gut Spanisch spricht, aber auch sie hatte Probleme in der Vorlesung, weil eben die spanische Aussprache sehr schnell ist und dadurch manchmal auch Wörter verschlungen werden und natürlich auch Fachwörter fehlt einfach am Anfang. Deswegen seid euch da sicher, wenn ihr das auf Spanisch machen wollt, dass ihr das auch wirklich könnt und vielleicht ein bisschen mehr Aufwand mit reinstecken müsst, wie wenn ihr die englische Kurse wählt. Also Spanisch A1 in eine spanische Vorlesung gehen. Bitte nicht. So eine gute Idee, ja. Da muss man schon wirklich deutlich mehr können. Und weil, ganz klar, das gilt bei uns ja eigentlich auch. Also wenn du halt in einer Vorlesung drin bist, die halt Deutsch ist, dann ist die halt Deutsch hier auch. Ja. Und dann musst du auch sehen, dass du das verstehen kannst. Das gilt dort ganz genau. Da gibt es keine Sonderbehandlung für Erasmus-Studenten, würde ich mal sagen. Vielleicht ab und zu mal, aber nicht mehr. Es gibt ein paar Sprachkurse auch noch dort, genau. Oder so, ja? Mhm. Und habt ihr auch gemacht, oder? Ja, allgemein bietet es sich an, davor natürlich einen Sprachkurs zu machen. Ist wie bei allem, bisschen Vorbereitung ist immer besser wie danach dann. Aber wie wir es bei uns, also ich bin mit leichten Kenntnissen reingestartet, aber auch wirklich unter 1-Niveau. Ja. Meine 2 Kollegen haben so gut wie kein Spanisch gesprochen, von dem her hat auch funktioniert. Also wir sind trotzdem durchgekommen, auch wenn die Leute vor Ort natürlich wenig oder kein Englisch sprechen. Die Studenten vor Ort natürlich, die sprechen, sag ich mal, ähnlich wie wir von dem Niveau her, aber die ganzen Lokale, sag ich mal, Restaurants, Bars, da ist es natürlich dann deutlich, deutlich geringer wie bei uns. Ja. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, von der Universität gibt es einen Spanischkurs in Zaragoza direkt, der kostet 200 Euro allerdings. Deswegen haben wir uns da dagegen entschieden, haben dann aber gemerkt, okay, vielleicht wäre es doch nicht so schlecht, noch einen zu machen. Und dann haben wir noch einen privaten von der privaten Schule eingemacht,
Der lag, glaube ich, bei 95 Euro für, genau, für einen Monat mit zweimal die Woche, A2 Stunden, A1 war gut, kleine Truppe, viel mitgenommen. Ja. Also da kann ich auch meine Erfahrung noch teilen. Also ich habe auch irgendwann mal Auslandssemester in Spanien gemacht und also ich muss sagen, ich hatte vorher ein bisschen Spanisch gelernt und also das ist, glaube ich, grundsätzlich für einen Auslandsaufenthalt. Wenn man sich vorher schon ein bisschen mit der Sprache auseinandergesetzt hat, ist das sehr hilfreich für die weitere Lernerfahrung, ja, und so weiter. Die Spanier ist immer so mein Eindruck, also gerade wenn man dann jetzt nicht irgendwo ist, wo man halt viel auch mit Ausländern umgeht, sondern einfach in eine Bar reinmarschiert, wo halt gerade in Saragossa ist halt auch nicht so viel Tourismus, dann hat man da tatsächlich meistens die Situation, dass man mit Englisch tatsächlich nicht besonders weiterkommt. Ja, richtig, die Leute sind aber sehr dankbar, wenn man irgendwie versucht, Spanisch zu sprechen. Und ist auch ganz nett. Also wirklich unheimlich hilfsbereit. Ja, absolut. Und das ist dann auch eigentlich eine tolle Möglichkeit. Wenn man ein bisschen was mitbringt, kann man sehr viel lernen. Wenn man gar nichts mitbringt, ist das mit dem bisschen das Lernen dann. Also wie Janik schon gesagt hat, ihr habt ja hier auch die Möglichkeit, über das Sprachenzentrum Kurse zu wählen. Kostenlos natürlich. Kostenlos, genau, kostenlos, richtig. Und also macht es, also natürlich, wir wissen immer, wie das ist. Ja, man soll es machen und danach wird es schon klappen. Aber wirklich, wenn ihr wirklich ein bisschen was mitbringt und wenn ihr auch gar keine Prüfung da schreibt, einfach in diesem Kurs da drin sein, alles ein bisschen hören und es fällt euch wirklich viel einfacher in Saragossa. Also die, ich glaube auch diese 200 Euro ist wahrscheinlich eine gute Investition. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. So ein Sprachkurs im Land ist immer noch mal was anderes. Da kann man direkt rauslaufen, ja, und dann hier, guck mal, ich teste mal meine neue Vokabel, die ich gelernt habe heute und kriegt sofort dann auch Erfolgserlebnisse oder so, die man natürlich so nicht haben kann, ja, weil man natürlich außerhalb seines Kurses mit niemandem die Sprache sprechen kann. Ja, super.